Hallo. Ihr habt gestartet. Ja, wir grüßen euch alle. Hallo, liebe Camper. Von zu Hause, vom Winter. Ja, Anfang des Monats waren wir ja noch in Andalusien. Das wisst ihr ja. Irgendwie hatte ich Heimweh. Ich mehr als Silvia. Aber sie hat sich entschlossen, doch mitzukommen mit mir. Ja, was bleibt mir wohl über? Aber so richtig falsch war die Entscheidung auch nicht. Waren ganz froh, eigentlich auch mal wieder zu Hause zu sein, ja. Nach knapp 3 Monaten. War also nicht schlimm. Das Wetter hier für uns passte auch soweit. Ist zwar nicht so schön warm gewesen und sonnig wie unten im Süden, aber war nicht schlimm. So, und wie es dann so ist, dann ergreift einen das Fernweh. Und darum sitzen wir jetzt im Auto. Wir hauen hier ab. Wir fahren nach Hannover. Wir haben Langeweile. Ja. In Hannover ist die ABF. Das ist die Messe. Und ja, früher hieß das Autoboot Freizeit. Heute heißt es Abenteuer. Bewegung. Freizeit. Es entwickelt sich aber über die Jahre immer mehr zu einer Campingmesse und Reisemesse. Und da fahren wir heute mal hin, damit wir unser Fernweh stillen können. Und dann nehmen wir euch mit, falls ihr Fernweh nach Deutschland habt. Wir sehen uns also später nochmal. Okay, ciao. Tschüss. Wir haben uns also auf den Weg nach Hannover gemacht, über den Messeschnellweg. Hier fahren wir von diesem Messeschnellweg ab, fahren unten zur Straße, das liegt direkt schon am Messegelände. Nach wenigen 100 Metern werden wir abgenommen zu einem Parkhaus. Dort werden wir unser Auto parken und dann mit euch zum Messegelände gehen. Nur mal schon vorab, wir beabsichtigen nicht, irgendwelche Fahrzeuge von innen vorzustellen. Wir machen für uns einen kleinen Messerundgang. Gucken uns an, was da steht. Hier und da werden wir vielleicht mal die Kamera reinhalten, aber wir werden keine Fahrzeuge vorstellen. Es herrscht nun mal normaler Messebetrieb. Da passt das dann nicht unbedingt so rein. Hier gab es jetzt noch einen Infozettel und dann kann es losgehen. So, wir haben es geschafft mit dem Auto. Hoffen, dass wir das nachher wiederfinden. Und jetzt geht's da rein. Bis später. Hier die für uns interessanten Hallen. So, jetzt kommen wir in die spanische Ecke. Churros, nix wie hin, war Silvias Aussage. Jetzt brauchst du auch welche. Ja, eine kleine Tüte. So. Silvis Tag ist gerettet. Ja, mein dein Portemonnaie habe ich ja auch, kann mir ja nichts passieren. Aber dir, in dem es weg ist. Also das wird auf alle Fälle die Halle sein, die wir irgendwann in der Mittagszeit oder frühen Nachmittag wieder aufsuchen müssen, um die Versorgung sicherzustellen. Vielleicht mit Rindergulasch und Spätzle. Das ist dann wie bei Spätzle Fritz. So, jetzt sind wir eine Station weiter. Wie gesagt, hier Niesmann und Bischof. Der Flair hat mal gesehen. Der Preis noch mal dazu. Aber dafür gehen wir jetzt nicht rein. Ich stelle den auch noch mal vor. Der wurde so viel vorgestellt. Ich glaube, das reicht. Jetzt kommen wir dann mit einem kleinen Schwenk schon zu Concorde, die mit mehreren Fahrzeugen hier in der Ausstellung sind. Hier ein Credo. Auch der Credo hat eine große Heckgarage. Auch viel Stauraum. Wenn man hier 2 Fahrräder reinlädt, hat man noch jede Menge Platz, um anderes unterzubringen.
Ja, da ist unser, nur in der Nummer größer. Als kleiner. Diese Variante wieder für die Öffnung der Garage sehe ich als positiv an. Es gibt ja andere Hersteller, die haben eine große Klappe, die nach hinten aufgeht. Hat Vor- und Nachteile, möchte ich mal sagen. Wir haben es als Vorteil empfunden, dass unsere Klappe in dieser Art aufgeht, wie es hier ähnlich ist. Es ist eine neue Konstruktion. Ich denke, wie es heute schön heißt, nachhaltiger. Die Garage ist auch groß genug, dass andere Fahrzeuge reinpassten. Wir haben es ja nun abgestimmt auf den Smart, ältere Baureihe. Alles andere passt leider nicht. Hier ist man beim Fahrzeug nicht ganz so gebunden. Doch, ein schönes Fahrzeug. Aber den alten Führerschein Klasse 2. So, hier kommen wir jetzt zu unter anderem Hümer und Holiday Heinz und Linse. So heißt die Firma aus Neustadt. Da haben wir mal unseren ersten gekauft, einen Weinsberg. Den hatten wir uns geholt, um auszuprobieren, ob uns Camping gefällt. Das war unser allererster, den haben wir 2019 bekommen. So, was haben Sie hier? Kastenwagen haben Sie mitgebracht. Ja, Holiday Heinz und Linse haben auch ein paar Wohnwagen mitgebracht. Hier haben wir einmal den, würden Sie als Einsteigermodell bezeichnen. Für kleines Geld, ist aber auch ein kleiner Wohnwagen. Ich halte mal von außen die Kamera rein. Naja, um anzufangen reicht es vielleicht, aber ich glaube, wenn man das nicht wirklich so betrachtet, wie es ist, als kleines Fahrzeug, dann wird man lieber Touring und Hüber für knapp 30.000 Euro. Hier nochmal. Sylvia hatte sich in der Zwischenzeit im Hümer, einem Dreiachs auf Mercedes-Basis, umgetan gehabt. Und ruft jetzt, komm mal. Auch heute. So, Sylvia hat jetzt anderes entdeckt. Das ist, geht weniger dabei um Wohnmobile, sondern mehr um ihre warmen Ohren. Es fasziniert sie. Einhorn. Da kommt das Mädchen durch. Klaus hat so einige Fahrzeuge mitgebracht, so auf Bulli-Basis. Da habe ich es jetzt unterlassen, die von drinnen filmen zu wollen. Das ist schon, ja, was für ein extrem Weitwinkel. Hier haben wir schon die ersten kleineren Teilintegrierten von Knaus. Das wäre eigentlich eher was für mich als Einsteigerfahrzeug zu sehen. So, und selbst diese. Das heißt, würdest du den liegen, also hier bei diesem Fahrzeug, das hier ausgestellt ist, bei gut 93.000 Euro. So, da haben wir endlich mal ein Wohnmobil. Da müssten wir dann beim Händler fragen, ob man das Auto zum Wohnmobil kriegt oder das Wohnmobil zum Auto.
Der kleine könnte ja im Preis drin sein. Bei dem, wie gesagt, wäre die Frage, wie rum man was dazu kriegt. Wie ihr seht, sind wir jetzt bei Morelo angekommen. Hier haben wir einen kleinen Hohn. Der liegt aber auch schon bei 250.000. Das ist die Front von dem, wo das Auto hinterstand. Ein Empire. Ich denke mal, das wird ein Actros drunter sein. Ja, steht vorne dran. 18530, also 18 Tonner 530 PS sollten das wohl sein, die dieses Fahrzeug hat. Also, man braucht nicht nur den richtigen Führerschein, auch das richtige Kleingeld. Wollen wir mal gucken. So, da haben wir die Daten. Und fast 900.000 Euro. Ja, muss wohl ein Schnäppchenpreis sein. Aber der wird wohl keinen Wunsch offen lassen. Wenn man so unterwegs ist, in erster Linie möchte ich mal sagen, mit dem Wohnmobil lohnt sich das schon. Die elektronische Axi-Card ist unter 20 Euro zu erhalten und meistens hat man das nach 2 oder 3 Tagen eigentlich schon raus. Schatz. Wir haben den, ich weiß. Wir haben den auf meinem Handy. Ja, ja. Lama-Decken. Und mit einer Vorreinigung vorwärts und einer Nachreinigung rückwärts. So, jetzt kommen wir hier richtig in den Zubehörbereich. Freizeit. Ja, hier gibt es vieles, was man braucht oder auch nicht braucht. Hauptsache es ist bunt. Da wird Severin auch magisch angezogen. Das ist dann 16 bis 18 cm, wenn man nur ganz kleine Sachen hat. Ja. Die mittlere zum Beispiel geht ja auch bei der 14 los. Die geht dann nur bis 20 cm hoch, also kann eine Nummer größer, sonst haben wir Frequenz. Ne? So, die Universalgröße, die meistgekaufte Kochblume, ist allerdings seit Jahren schon immer die L, weil die passt sogar auf alles drauf. Das heißt also auch auf die ganz kleinen Sachen, ja? Auch auf die mittleren. Aber wenn ihr zum Beispiel so was Größeres habt, hier so die Pastatöpfe etc., kennt ihr ja, dann hast du den aber auch darauf passen, brauchst keinen separaten Deckel mehr dafür. Ne? So, und dann gibt es eben das, was man hier eben gesagt hat, das habt ihr mitbekommen, ne? Den XL, den ganz großen. Und der hier haben wir jetzt wieder ein paar Wohnmobile stehen, Allradfahrzeuge. Von der Aufmachung her unschwer zu erkennen, dass das Allrad sein soll. Oder sind. Mit
der mal dran schraubt. Silvia hat sie die Rolle erobert und geht jetzt auf die Teststrecke. Ich habe keine Ahnung. Silvia war mit dem Roller dann zur Anmeldung für die Teststrecke. Nachdem sie sich dort angemeldet und entsprechend Papiere unterschrieben hat, ich denke mal, sind haftungsrechtliche Sachen, ist sie dann erstmal langsam losgefahren. In der zweiten Runde wurde es dann schon besser, sprich etwas schneller, und die Haare gingen langsam nach hinten weg. Man konnte ihr ansehen, es macht ihr Spaß. So ist es, ich werde stehen gelassen und sie ist unterwegs. Wir sind jetzt so langsam durch, machen uns auf den Rückweg, kommen dabei auch hier an diesem Westfalia-Bulli aus den Anfangszeiten vorbei. Den haben wir uns noch mal kurz angeguckt, um mal festzustellen, wie aus heutiger Sicht doch früher es spartanisch zuging in so einem Bulli. Das Dach konnte man aufklappen, man konnte drin sitzen, eine kleine Küche war drin, also das Nötigste war vorhanden. Ganz zum Schluss kommen wir noch an diesem außergewöhnlichen Fahrzeug vorbei. Das ist mehr so ein LKW für Safaris, für 10 Personen mit Einzelzimmern auf dem Dach. Ich denke mal, allein die Fahrt in so einem Fahrzeug mit einer Reisegruppe ist schon ein kleines Abenteuer für sich. Hier nochmal der Blick zu den Schlafgemächern im Obergeschoss. So, wir sind wie gesagt auf dem Rückweg. Hier nochmal ein kurzer Blick auf die Delikatessen für das leibliche Wohl. Die Auswahl ist schon erheblich, wie man hier sehen kann. Dass es so verschiedene Varianten gab, war mir vorher auch noch nicht bekannt. Hier bin ich. Wir verabschieden uns, hoffen, dass der kleine Rundgang Gefallen gefunden hat, dass wir uns wiedersehen, auf den Daumen hoch und bis später, ein freundliches Tschüss.